Guten Morgen! Hallo ihr Lieben da draußen! Herzlich willkommen zurück zu Big Fam Story. Morgen Kätzchen zu. Ja, schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid in unserer kleinen Routine-Runde. Ich bin gespannt, was wir heute noch so machen können. Wir haben ein paar Aufgaben bekommen. Ich möchte auf jeden Fall schauen, dass wir den Fischsalat mal herstellen. Vorher werde ich aber mal kurz so ein bisschen die Runde zumindest über den Hof machen. Ne, fegen wir einmal schnell über das Höflein. So. Und dann, ich glaube, heute sind wieder ein paar Sachen fertig geworden. Es war total lustig, einen Fisch sammelt man ein, irgendwo weiter in der Mitte. Und dann kommen sie auf der anderen Seite, wo man gerade war, kommen dann die nächsten Fische wieder. Ui, ein Wels, das ist gut. Ich bin gespannt, welchen Fisch oder welche Fische wir dann brauchen für unseren Salat. Das kann ich nämlich nicht sagen. Und dann gucken wir einfach mal ins Questbuch rein, was dann halt noch alles so geht, ne? Das muss man dann erst kaufen, aber das ist okay, ist sehr schön. Oh, schau mal, alles geerntet. Also, die hier können wir ernten, die Sachen. Mit dieses Kling, 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 Palim, Palim. Achso, ja. Wir haben nur zwei Kartoffelsaaten. Ich würde jetzt tatsächlich heute mal die Wildblumen machen. Genau, außer hier. Hier würde ich gerne Karotten machen. Warte mal, dann holen wir uns aber erst noch zwei Karottensamen, ne? Genau. So. Und Karottensamen sind nämlich echt ziemlich wichtig. So, Leckerlis konnten wir gestern nicht geben. Scheinbar haben wir aber noch welche. Vielleicht gibt es nur eine bestimmte Menge an Leckerlis, die wir geben können. So. Plink, plonk. Plink, plonk. Können wir da auch nochmal? Nee, da fehlt uns jetzt Wasser. Aber das ist okay. Wir brauchen sowieso neues Wasser. So, sehr schön. So, guten Morgen, Henrietta. Wie geht's dir? Sehr schön. Nee, das können wir alles nicht mehr machen. Höchstlevel erreicht. Ah, okay, alles klar. Das ist in Ordnung. So, achso, genau. Wir wollten den Stall ausbauen. Und wir haben auch alles da, gerade so, ne? So, na dann, ausbauen. Sieht der jetzt anders aus? Ich weiß es nicht, aber selbst für das nächste hätten wir. Cool. Dann gucken wir mal, dass wir uns dann noch ein zweites Hühnchen dazu holen. Jetzt gehen wir erstmal rein in die Küche und gucken mal für unseren... Dein Heim. Ja. Mein Heim. Fischsalat. Also wir brauchen auf alle Fälle... Oh, Fischöl. Okay. Hier, das ist der Fischsalat. Eine Alge, ein Barsch und ein Meerrettich. Okay, dann stellen wir den einfach mal her. Hurra! So, dann gucken wir mal. Fischöl brauchen wir auf alle Fälle. Hier ist es, geht zum Fischermann. Genau, da kriegen wir dann... Claire braucht Meersalz, das haben wir ja. Hierfür brauchen wir das Fischöl, das habe ich jetzt nicht bedacht. Gut, wusste ich auch nicht, ne? Folge allen Hinweisen. Ja, da haben wir also noch ein bisschen was vor. Gut, es ist vormittags. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne mal vormittags Richtung Angeln gehen. Zum Meer oder mittags rum dann halt, ne? Einfach mal, um zu schauen, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, auch andere Fische zu sammeln, ne? Das ist ja doch alles, noch Neuland. Das weiß ich alles nicht. Wo wir eine Decke herbekommen, weiß ich auch noch nicht wirklich genau. Mal gucken. So, den Fisch nehme ich jetzt hier mal mit. Und dann gehen wir zum Meer. Ich weiß, ich habe jetzt nicht alles eingesammelt, aber das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt vorrangig. Was ist mit ihr? Hallo, was kann ich heute für dich tun? Gourmet-Dieb. Hallo, Mathilda, ist alles in Ordnung bei dir? Oh, Kira.
Nun, nein, ich muss mich gerade erst noch von dem Schock erholen. Schock? Was ist passiert? Etwas Schreckliches. Es gab einen Diebstahl. Das ist ja furchtbar. Tut mir leid, das zu hören. Wurde etwas Wichtiges gestohlen? Alles, was ich besitze, ist wichtig. Natürlich. Irgendeine Idee, wer es gewesen sein könnte? Nein, keine Ahnung. Und jetzt sind all meine Karotten weg. Sie waren aktuell das fesche Gemüse. Gestohlene Karotten? Das klingt jetzt nicht so schrecklich. Es ist schrecklich. Wenn man gehofft hatte, ein paar davon zu verkaufen, warte nur, bis ich diesen dreckigen Dieb erwische. Gibt es etwas, was ich tun kann, um zu helfen? Oh, du bist so ein Schatz wie dein Großvater. Ich brauche frische Karotten. Okay. Ja, nee, habe ich nicht. Boah, krass. Okay, also ich glaube, wir müssen mal, wenn dann die anderen Sachen fertig sind, also die Melonen und alles, dann machen wir mal einen Tag lang nur Karotten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Karotten doch so extrem wichtig sind. Also, ne, schon. Oh, Sandon, sehr gut. Das ist ja schon krass. Ja, guck mal, es sieht irgendwie so ein bisschen anders aus, ne? Jetzt so am Morgen, Vormittag. Aber das ist jetzt immer Makrele. Die kriegen wir nachmittags auch. Hier sind gerade gar keine Fische. Da ist ein Fisch. Da wäre auch einer. Okay. Nö, das ist jetzt auch noch kein anderer. Ja gut, aber deswegen erkundigen wir das, ne? Oh doch, ein roter Schnapper. Ah, eingetauscht werden und zum Kochen oder... Ah, siehste? Die sind auch gut, diese Garnelen-Dinger. Da oben war nichts weiter. Sehr schön. So, jetzt komm, jetzt gehen wir mal hier. Da ist auch ein Fischli-Fisch. So. Das Angeln ist sehr bequem, finde ich. Also es geht echt fix. Das finde ich super. Ja, schnell Angel reinwerfen, einmal drauf gemacht und zack, weiter geht es. Bam, 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 macht's. Leute. So. Hey, Landrette, hast du meinen Fisch dabei? Na klar. Was? Potzblitz, du brichst mir das Herz. Gern geschehen? Gern geschehen? Das ist das Schlimmste, was du mir hier bringen hättest können, ne? Noch schlimmer als verdorbener Fisch. Aber du hast mich drum gebeten. Hier riecht was saugut. Hast du mir einen Fischsalat mitgebracht? Sauber, was? Ach, das sind Zwillinge. Es gibt zwei von euch? Ei, Pike und ich sind Brüder. Hast wohl vergessen, dich vorzustellen, Bruder. Ach, dieser alte Serbier ist Grund. Hab auch einen Namen der Landratte nicht mitbekommen. Was du nicht sagst. Wir heißen dich nochmal beide willkommen, Kira. Schön, euch kennenzulernen. Ah ja, okay. Mein Opa ist immer noch verschwunden. Ah, wir erzählen es dir. Walter ist vor einiger Zeit gekommen. Er ist ja auch kein schlechter Fisch. Er hat Seile und Ruten gekauft. Die Grundausstattung beim Fischen mit Fallen. Fallen? Es gibt wenig Sinn. Mal sehen, was Rita davon hält. Danke, Leute, oder so. Und zukünftige Missverstände zu vermeiden, ihr habt nicht zufällig noch einen dritten Bruder, oder? Nee, da sind nur wir zwei. Aber so richtig weiß man es nie. Grund. Aha, viel Glück, Landratte. Mach dir nicht so viel Gedanken wegen Walter, das ist ein zäher Haifisch. Okay. Also, das ist Grant und das ist Pike. Habe ich das richtig verstanden? Pike ist das rechte Auge. Oje, 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 oje. Heißt, das ist Pike. Vermute ich. Achso, ich habe kein Fischöl. Ich muss jetzt Fische verkaufen. Boah, der Anglerfisch gibt 25, ne? Den kriegen wir schon nochmal, keine Sorge. Die brauche ich für die Dinger. Dann nehmen wir hier nochmal so eine Mondfisch. So, und jetzt brauche ich einmal Mondöl. Fischöl, Mondöl. Genau, du bist auch schon so ein Mondöl. 120 braucht man. Also da muss man schon viel angeln, ne? Kann man hier eigentlich auch durchgehen? Nee, kann man nicht. Also man muss immer außen rum gehen. Nee. Ja gut, also angeln ist schon eine wichtige Angelegenheit, würde ich mal sagen.
Ja, das ist Fischöl und alles, das ist ganz schön teuer. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt machen wir hier nochmal. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Uah, Entschuldigung. So. Genau. Da müssen wir, glaube ich, auf die andere Seite. Naja, das habe ich mir fast gedacht. Nein. Daneben hier. Also vor allem, das war jetzt eigentlich auch daneben, ne? Aber hey, was soll's. So. Da können wir nochmal die Angel auswerfen. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir dann gleich mal zurück zum Marktplatz und gucken schon mal, was wir alles so... Das mit den Fußstapfen interessiert mich, wie es da... Was da so ist. So, na dann gib ich ein Mauti. Ja, sehr schön. Na denn. Blitzen wir mal zurück. Nehmen den Fisch hier noch mit. Haben eh keine Energie mehr. Hm, aber, oh nee, doch nicht. Das ist, ich habe gerade überlegt, ne, wenn wir jetzt dann den Level abbekommen und uns die 15 Punkte mitnehmen, aber das ist noch ein bisschen arg weit. 130 EP, glaube ich, brauchen wir noch. Oder 1000. Ich habe es jetzt gerade nicht so. Nee, 100, ne? So, Karotten kann ich dir nicht geben, aber wir können hier auf alle Fälle mal schauen. Wow, okay. Gott sei Dank nur zwei rosane. Blau. Also blau scheint... Das lila ist Kräuter. Grün ist Landwirtschaft. Blau ist Baumaterialien. Okay. Sieht halt jetzt gerade nicht so... 8 Kartoffeln. Zu haben, obwohl es halt hier nicht wirklich gut, den Zander, da kann man noch mal gucken, ob wir den vielleicht kriegen. Das müsste eigentlich auch machbar sein. Löwenzahn, das ist jetzt dann doch ein bisschen schwieriger. Also die beiden würde ich jetzt tatsächlich mal tauschen. Und dann, ich weiß gar nicht, können wir, da haben wir nicht genug, da haben wir nicht genug, da haben wir auch nicht genug. Na toll. Hallo, was kann ich für dich tun? Achso, Gourmet-Dieb, okay. Nee, habe ich nicht. So, wir wollten noch mit Rita reden. Ein Schweinchen. Hi. Salü, wie geht es dir heute? Ein Skandal im Petit Four. Ach, du bist ein Schatz. Hast du doch Salz? Ja, habe ich. Oh, merci. Ausgezeichneter Arbeiter. Du hast doch zu meiner Belohnung. Komm, du kannst dir dieses einmalige Ritual ansehen, was für ein Glück du hast. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber das Magazin... Hm, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich meine, es ist ein hübsches Restaurant, ne? Oh, spürst du es, liebes Restaurant? Es fühlt sich glücklich an, magnifik. Ja, es fühlt sich gereinigt friedlich an. Siehst du, ist das nicht großartig? Kann ich bitte das Magazin haben? Ja, bien sûr. Gib mir einen Moment, das Restaurant ist jetzt glücklich. Es wird mithelfen. Ich spüre es. Ui, es ist nah. No, no. Da ist es. Voilà. Hier, ich hoffe, es hilft dir. Danke, Claire. Okay, rede mit Rita. Hi. Ich habe es endlich herausgefunden, was mit meinem Opa am rostigen Haken gekauft hat. Seil und Ruten. Pike und Grunt glauben, er könnte sich für Fallen gebraucht haben. Was? Fallen? Das ergibt wenig Sinn. Vielleicht etwas, um sich darin zu verstecken? Aber wovor würde er sich verstecken wollen? Denken wir weiter drüber nach.
Soweit, so gut. Komm zurück, sobald du mir herausgefunden hast. Ja. Guten Tag, Detektivkollegin. Was hast du für mich? Ich habe das Kochmagazin gefunden. Bitte, seltsam. Sehr seltsam. Sieh mal. Eine Seite wurde herausgerissen. Ein Bild von etwas. Was für eins? Im Artikel wird ein berühmter Koch erwähnt, der irgendetwas gemacht hat. Warum würde Opa ein Bild aus einer Kochzeitschrift aufbewahren? Ach, das ist hier jetzt nicht die richtige Frage. Warum wollte er nicht, dass andere das Bild sehen? Vielleicht zeigt das Bild dein Opa. Das ergibt Sinn. Er könnte ein weltberühmter Koch sein. Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sollte auch Hypothese hinterfragen, aber verurteile nicht so schnell. Ich habe nicht ohne Grund den Titel Weltklasse-Detektivin im Sommerlager bekommen. Okay, ist ja gut. Soweit, so gut. Komm zurück, sobald du mir herausgefunden hast. Jetzt. Geil. Das ist genau das, was ich jetzt wollte. Voller Energie. Ja, das war jetzt gut. Praktisch. Ach, hier können wir jetzt Rezepte kaufen. Das ist ja cool. Und guck mal, das ist eine Küchentheke. Oh, eine Uhr, ein Kühlschrank. Was ist das? Mediterrane Kräuter. Was ist das? Eine Kaffee, ein Küchenregal. Oh, wie cool. Was ist das? Kleiner Salat. Tomaten, Zwiebeln und Fenchel, würde ich sagen. Oder sowas habe ich nicht. Karottenpüree, okay. Was ist das? Chips, okay. Kann ich... Ah, ich könnte Grundlagen des Backens noch kaufen. Dann, was ist das hier? Fruchtjoghurt, okay. Das ist doch hier ein Erdbeermuffin. Den hole ich doch gleich mit dazu. Gerüstete Kastanien. Ah, dann kann ich doch hier bestimmt meine Sachen für Token verkaufen. Ja. Mega gut. Hier, das da. Das Chip-Cocktail-Krabben-Gedöns. Davon haben wir nämlich schon eine ganze Menge. Gedämpfter Fisch. Okay. Ach, ich bin überhaupt kein Fan von Fisch, ne? Rührei mit Pilzen. Das nehmen wir noch mit. So. Wir brauchen die Pilze eigentlich und so viele Pilze gibt es auch nicht, aber... So. Gut. Na dann werden wir mal noch die Runde zu Ende drehen, ha? So. Hier werden wir auf alle Fälle noch mal ein paar Fische brauchen. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Wenn wir den Zander und sowas noch kriegen, dann können wir... oder den Barsch, das ist auch gut. Dann können wir vielleicht noch die einen Aufgaben dann abgeben. Oh, der Wels, das ist gut. Ja, schon wieder 5 Uhr nachmittags, ne? Krass. War das jetzt ein Zander? Ich nehme nicht alles mit. Nicht böse sein. Nur die Sachen, die mir jetzt gerade als ultra wichtig erscheinen. Ah, ich glaube, von denen haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Warte mal, jetzt muss ich mal schnell schauen. Rucksack da. Fische. Nee. Was sind die echt bei den gesammelten Sachen dabei tatsächlich? Barsch haben wir bloß 2. Zander haben wir 5. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele... Naja, auf den einen Tag kommt es jetzt auch nicht an, ne? Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, dass wir jetzt keinen Zander haben. Oder nicht genügend. So. Krass, hier kommen aber auch immer wieder neue Fische, ne? Mensch, wenn ich mich jetzt nur auf die Fische konzentriere, kommen wir gar nicht voran. Auf geht's, Kira. Wir gehen nochmal auf die andere. Auf die Shepherd's Farm. Ich weiß gar nicht. Wir müssen mal schauen, was ich brauche, damit ich mir das Hühnchen kaufen kann. Das weiß ich gerade nämlich nicht wirklich. Oh. Achso, deswegen hat man keine Möglichkeit, Shepherd's Farm Angel-Dingsbums zu bekommen, weil man hier gar nicht angeln kann. Okay. Verstanden. Achso. Hallo. Was brauchen wir denn nochmal kaufen? Ach hier, 30, ne? Edles Huhn. Okay, ich glaube schon, dass ich das Rezept Löwenzahnstückchen. Ah, okay. Was ist das dann? Saatenstückchen. Weizenstückchen. Okay, ich kaufe mir jetzt hier das edle Huhn. Oh, ist das niedlich. Ein schwarzes Hühnchen. Wie nennen wir das denn jetzt?
wie nennen wir das jetzt? Ein schwarzes Hühnchen. Ah, wir nennen sie Donner. Kindisch, okay. Das macht mir nichts. Das ist okay. Ach, und 150? Ah, das könnte man ein normales holen. Okay. Dann sollen wir noch so ein edles Babyfläschchen dazu holen. Und dann machen wir noch Löwenzahn oder Mais. Hier, nee. Saatenstückchen, ne? Ja, ich glaube, das machen wir. Gucken. Edles Tierleckerli. Ja, komm, dann machen wir das noch und dann sind wir pleite. Kai, was kann ich denn hier verkaufen? Ah, ich kann Futter und Eier verkaufen. Und dafür kriegen wir dann dementsprechend die Punkte. Ich könnte auch Kleintierfutter verkaufen. Okay. Coole Sache. Das ist schön. Das ist gut. So, Holz haben wir heute so gar keins gehackt noch her bisher, ne? Da müssen wir auf alle Fälle... Oh, da sind Kieselsteine, die habe ich jetzt gar nicht gesehen, siehst du? Die Sache, das ist manchmal, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Da, die Kieselsteine, die fügen sich immer so gut in die Landschaft mit ein, dass es einfach überhaupt nicht auffällt. Da sind auch nochmal Kieselsteine. Und jetzt gehen wir nochmal in den Wald, weil ich brauche die, die Pilze. Die sind schon wichtig. Also da müssen wir schnell nochmal eine Runde laufen, damit wir die Pilze mitnehmen können. Und dann so ein bisschen Zeit ist noch. Ja, 47. Gerade so. So. Dann noch ein Stöckchen. Ich weiß nicht, wie viele Holzscheite wir haben, aber wir brauchen auch alle Fälle auch noch ein paar, ne? So. Dann ist hier ein Fisch. Den fangen wir uns. Genau. Nachtfischen. Nachtfischen am Fluss. Könnte doch eigentlich auch ganz gut sein. So, mal gucken, ob wir was Besonderes kriegen. Eine Quappe. Okay, krass. Siehst du? Also es gibt Unterschiede, ne? Je nach Tageszeit. Was ist jetzt? Nicht jetzt. Nein, es ist schon wieder abgestürzt. Ah. Kann man irgendwie F5 machen zum Schnellladen oder sowas? Ich muss mal einfach nur kurz ein bisschen gucken. Vielleicht. Okay. Also das ist manchmal so ein bisschen, dass das Spiel sich doch recht häufig aufhängt, finde ich tatsächlich sehr schade. Also das verdirbt dann an manchen Punkten dann doch schon so ein bisschen den Spaß, muss ich gestehen. Aber gut. Geht ja jetzt gerade wieder, ne? Ist da hinten noch irgendwo ein Pilz? Nee, das nicht. Also ich würde jetzt mal noch 2, 3 Fischlis holen. Und dann werden wir mal zurückgehen. So. Schön, 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 schön. So, noch mal ein bisschen weiter. Hier sind noch mal so viele Fische. Wir müssen nur aufpassen, ne, dass wir nicht zu lange wegbleiben. Oh, wieder ein Wels, das ist auch gut. Und noch mal eine Koppe. Oh nein, der Fisch ist weg. Aber der ist doch da. Es wird spät. Wir müssen nach Hause. Okay. Ich glaube um 11, ne? Scheinbar. Es ist so der Cut. So. Naja, dann huschen wir mal nach Hause. Hier komme ich durch. Hier ist eine Sackgasse gewesen, ne? Dann werden wir jetzt mal... Ja, und damit war es das dann auch für heute, ne? Würde ich mal sagen. Wir haben ja doch ein bisschen was geschafft. Wir haben die ersten Hinweise bei Rita abgegeben. Wir haben den Kleintierstall bekommen. Und ja, morgen füttern wir mal das Hühnchen. Das weiß ich gar nicht. Dürfen wir das jetzt? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Dann, ja. Genau, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, bleibt gesund und munter. Und bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Ciao, ciao.